So, hallo und willkommen zum nächsten Livestream und heute geht es im Wettercup los und ich sag gleich was dazu. Ich fange erstmal hier schnell meine beiden Castador, denn mir fehlt noch anscheinend Castador, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und natürlich entsprechend will ich auch noch gleich schnell meinen Rocketballon machen, weil da ist ein Boss drin, der ist gerade erschienen. Ich hatte irgendwie mich anscheinend um 18 Uhr nicht eingeloggt, der kommt ja immer dann und dann müssen wir mal gucken, dass wir den dann gleich mitnehmen. Deswegen, gerade beim Einloggen, Ballon nehmen wir natürlich mit und dann auf ins Getümmel. Ich muss aber dazu sagen, der Cup wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht so gut laufen, wie ich mir das vorstelle. Schwierig. Ich hätte was pushen können, aber wollte ich nicht. Ja, weil sonst sind immer besondere Cups in der Superliga-Niveau vorhanden und das ist jetzt Hyperliga-Niveau, deswegen schauen wir mal. So. Dann, der Quake ist da, hi, sei gegrüßt, moin, und wir haben den richtigen von denen bekommen, genau, denn Shiny Crypto Glumanda, hoffentlich, vielleicht jetzt im Livestream, vielleicht klappt es ja jetzt, schauen wir mal, ansonsten mache ich gleich noch ein paar Geschenke auf, schauen wir mal, vielleicht kriege ich ja noch was Gutes daraus, so, ja, Glumanda, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, es zu besiegen, mit Kyogre. Und auch das Glurak macht uns keine Schwierigkeiten. Genau, das ist auch kein Problem. Und dann schauen wir mal. Kurioserweise, im Game regnet es. Hier ist schönster Sonnenschein. Naja, kurios auf jeden Fall, definitiv. Und dann schauen wir mal. Und natürlich gerne auch wieder, könnt ihr mir mitteilen, wie euer Team aussieht, welches ihr verwendet, falls ihr den Cup spielt. Moin, hi, die afrikanische Bergziege. Ah, okay, perfekt. Und dann natürlich dieses Pokémon hier, das einfach Instant Sherox komplett hops nimmt. Er hat keine Chance, besiegt. Oh, oder auch nicht ganz. Der kommt einmal zu einer Attacke. Aber das ist mir jetzt auch hier vollkommen egal. Und dann haben wir Sherox besiegt. Nice. Und dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Bitte. Einmal Glück. Drück mir die Daumen, dass es klappt. Ich bin wieder da. Ja. Ich habe dich aber auch in einem der letzten Streams gesehen. Gelesen. So. Dann einmal let's go und nein. Schade. Schade. Nicht shiny. Dann müssen wir noch weiter hoffen, dass es in shiny kommt. Oh, schlecht geworfen. Aber hey, das war gut. Einfach fabelhaft. Konnte letztes Mal nicht wegen privaten Problemen. Achso. Ja, das hat ja jeder, ne? Halt keine Sananabeere für Glumanda, dann halt nur eine Himi. Alles gut. Kein Stress hier. So. Hauptsache, wenn ihr Zeit, Lust und Bock habt, gefällt euch das, was ich mache. Das ist immer wichtig. Bin gleich wieder da, muss es, lass aber ein Like da. Wie machst du das? Bist du draußen? Achso, essen. Ich bin nicht draußen, ich muss mich ja gar nicht fortbewegen, weil ich ja nur kämpfen muss. Deswegen, Shop? Community Day Box ist schon verfügbar, oh, okay. Genau, erstmal Pokémon heilen. Ich kämpfe ja nur. Deswegen muss ich mich nicht bewegen. Steht ja auch so im Titel. Ich hoffe, das ist nicht missverständlich. Wettercup ist ja PvP und da muss man sich ja nicht viel bewegen. Da kann man ja auch von zu Hause aus kämpfen. Genau. Draußen kann ich leider nicht streamen, weil nix genug Datenvolumen dafür. Okay, das war jetzt ganz gutes Deutsch. So. Einmal Geschenk auf und zurückschicken und dann auf in den ersten Kampf. Team kann man ja, wie man vermuten lässt, sehr wahrscheinlich erahnen, was ich spielen werde. Einmal das wundervolle Arktos, einmal Glurak und einmal Atmorei. Ich zeige mal gleich meine Pokémon und zeige auch mal gleich entsprechend, was ich hätte eventuell pushen können, was ich aber nicht pushen wollte, weil ja, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Es ist halt schwierig. Für den Cup extra was zu pushen, ist mir zu teuer. Kann ich einmal kurz zeigen.
Und so. Und zwar darf man ja nur bestimmte Typen. Perfekte Note in Deutsch. 1 plus mit Sternchen, ja danke. Quaxo. Ich hätte nämlich den ja, der ist schon halt ein bisschen hochgepusht. Aber erstens neue Attacke, weil du brauchst ja noch eine zweite neue Attacke. Ich hätte zwei Ladetherms verwenden müssen. Vielleicht sogar noch eine dritte. 50.000 Sternshop, 50 Bonbons. Plus, wenn ich den aufs Powern wollen würde, aufs Niveau, wären es dann auch nochmal XXL Candies, weil der gar nicht auf Level 40 dahin kommt. Wären es 151.000 Sternstaub und das war es mir dann nicht wert, mit Quaxo zu spielen. Deswegen gehen wir jetzt in den Wettercup. Wettercup, okay, das schreiben wir sogar in Englisch hier. Ich schreibe es aber in Deutsch rein. Finde ich besser. Und dann gehen wir auf. Mit was haben wir denn angefangen? Ich glaube, ich war mit. Hab mit Arctos angefangen. Ich zeige auch kurz einmal die Attacken. Eissplitter, Eissturm. Dann nehme ich das Glurak, glaube ich, ja. Habe ich das genommen? Wir haben Testmatch gestern, weil ich gar nicht. Feuerwirbel, Lokanode, Drachenklaue. Feuerodem, Lokanode und Drachenklaue. Ich nehme einfach das mit, weil es stärker ist. Und dann haben wir noch mein Atmurai mit Kaskade, Aquahaubitze und Kalkklinge. Community Day Attacke. Kalkklinge übrigens, by the way. Und dann fangen wir mal an. Genau, du darfst mich nur benutzen. Feuer, Wasser, Eis und Gesteins-Pokémon. Das sind meine besten Pokémon für den Cup, die ich habe. Ich habe halt nichts gepusht diesmal für den Cup. Sehr wahrscheinlich werde ich für den nächsten Cup, wenn ich mich nicht vertue, müsste dann der Evolution Cup am Start sein. Dann werde ich vielleicht ein neues Team machen, neue Pokémon ausprobieren. Aber hier muss ich halt auf das, was ich halt habe, zurückgreifen, was mir zur Verfügung steht, ohne wirklich viele Ressourcen auszugeben. Das Problem ist halt nur einfach, es ist schwierig, sehr wahrscheinlich für mich hier heute ein bisschen zu gewinnen, eine Pokémon-Begegnung zu bekommen mit dem Team. Aber ich gebe mein Bestes. Und wie gesagt, ihr könnt ja gerne eure Teams reinschreiben, falls ihr spielt den Cup. Genau, einfach gerne reinschreiben. Aber ja, es ist immer schwierig hier, sage ich mal so, da die perfekte Mischung zu finden. Okay, er schildert auch und sein Angriff ist gesenkt, was natürlich für mich schön ist. Dann kann ich nämlich schön nochmal den Eissturm drücken, weil ich jetzt schnell aufgeladen bin als er. Das ist perfekt. Genau. Also ich versuche halt wirklich immer, wenn es möglich ist, jetzt in dieser Season jetzt jeden Freitag, wenn ein neuer Cup ansteht, zu streamen. Okay, bei Surfer hätte ich brauchte ich nicht zu schilden, aber passt schon. Was hat der in der Hinterhand? Dass der nix, hast du nichts gegen mein Arctos? Also dass du nicht rauswechseln willst? Verstehe ich irgendwie gerade nicht. Dass er nicht rauswechselt, obwohl er schon so angeschlagen ist. So. So, ich kann ja wechseln, wenn was kommt. Wir müssen aber gucken. Drache Wasser, okay. Palkia, also er spielt nur mit Legendären. Dreckige Sau. Sorry fürs Beleidigen, oh Gott. Kommt der Nassschweif? Gehe ich das Risiko ein? Ich bin mit Glurak hoffnungslos gegen Palkia verloren. Ja, Nassschweif, tankt der, ja, danke. Richtige Intention, richtig. Nicht geschildert. Genau. Also, ich kenne ja die Pokémon. Kyogre kenne ich ja selber, weiß ich ja, wann die Attacken wie kommen. Das Problem ist halt hier, ich kann nichts machen, ne? Und ich will nicht mein Schild verschwenden. Aber hey, ich habe, wenn ich eine Chance habe gegen Palkia mit Glurak, mit Drachenklaue, mache ich sehr effektiven Schaden, wenn der seine Schilde mal wegmacht hier. Aber der will nicht. Der will nicht. Genau. Palkia kenne ich ja als Gegner aus der Meisterliga. Da bin ich ja am besten von der Winrate. So, wir müssen leider schilden, weil es ist effektiv ein Nassschweif, aber der hat sehr wahrscheinlich zweimal aufgeladen. Also von daher. Ja, ich hab halt verkackt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich habe keine Chance. Ich hab halt nicht die Möglichkeit. Ich hab, glaube ich, nicht mal ein Palkia in meinem Inventar, sage ich mal so, ne? Und jetzt kommt auch noch ein Sumpex, was ich nutzen kann. Ja, klar. Aber es geht ja hier darum, einfach mal Spaß zu haben, zu streamen und mal gucken, wie viele Kämpfe ich gewinnen kann und wie viele nicht. Aber Glurak ist halt schon, ja, gut. Aber ich habe trotzdem keine Chance mehr. Ja, zwei Legendäre im Team. Ist zu heftig. Habe ich nicht. Und der chillt noch nicht mal. Ehrenloser. Also von daher passt auch schon.
Aber es ist halt zu teuer für den Cup, irgendwas zu pushen. Man muss halt das, was man hat, muss man verwenden. Bin ich jetzt mal ehrlich. Ihr dürft natürlich gerne deine andere Meinung vertreten, aber meine Meinung ist für den Cup klar, was Neues, was Cooles, was Interessantes. Aber für den Cup brauchst du jetzt nicht extra deine Pokémon zu pushen. Weil ich auch nicht jetzt wüsste, welches Gesteins-Pokémon außer Regirock eventuell gut sein könnte in PvP. In dem Cup hier. Weil du so viele Pokémon triffst, die da, wo du gegen, mit dem Pokémon schwach bist. Und schon wieder ein Palkia. Muss jetzt. Hast ja wieder weg wegen Probier noch. Sorry. Ja, ja. Okay, war irgendwie gerade nicht so gut. Entweder ich bin gerade schlecht im Lesen oder du hast dich ein bisschen vertippt, aber ja, alles gut. Ne, alles cool. Freue mich immer, wenn ihr wieder da seid, wenn ihr schreibt und so. Wenn ihr da seid, okay, warum schildert ihr da nicht? Warum? Wieso zum Teufel? Ich glaube, der geht auf Raumschlag. Ich schilde mal. Das war jetzt kein Fehler. Na, Nassreif hätten wir getankt. Ja. Egal. Egal, Hauptsache ich krieg mindestens 3 Siege immer pro Set hin. Das ist natürlich immer schick. So, sein Palkia ist weg. Okay, wir sollten vielleicht bei dem Pokémon wechseln. Aber der wird auch sehr wahrscheinlich rauswechseln, das ist das Problem. Ich opfer jetzt erstmal meinen Arktos hier. Ich opfer das erstmal. Weil was bringt mir das, wenn der auswechselt und rauswechselt? Dann kann ich nämlich reagieren und wechseln. Und wir haben schon mal Palkia besiegt. Ja, man kann das natürlich nach dem Community Day. Er wird rauswechseln, okay. Ich muss aber trotzdem drauf gehen. Und dann schild ich leider Gottes. So, und dann haben wir den hier auch besiegt. Und dann Wasser, okay. Ah, Grogre, okay. Ich muss einmal. Ich hoffe, er wird. Ich weiß nicht, ob der schildet. Ich habe keine Schilde mehr. Ich sollte. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Wieso schildete man da? Ah, Verteidigung sinkt. Ja, nice. Aber der wird mich jetzt schön ummähen, sag ich mal so, mit seinem Surfer. Aber der geht auf Donner. Oder er spart auf Donner wegen Atmurai, weil er mich mit Donner besiegen will. Oh, Glurak. Ja, Kyogre ist halt in der Hyperliga nicht so gut. Niveau los. Scheiße. Nein. Wehe, es kommt Donner. Oh, Mann, ey. Das war eine gute Entscheidung, aber... Der Donner macht mich halt tot. Ja. Ach, come on. Ja, diese Matches hier, die werden mich hier noch die letzten Haare kosten, mich grau machen. Ich würde gerne trotzdem gerne einen Kampf hier wenigstens hier gewinnen jetzt mal. Mal schauen. So. Deswegen heißt es Daumen drücken. Flampivion, ich muss eigentlich schon wieder wechseln, ey. Das Problem ist halt, wenn ich wechsle, wird er auch wechseln, sehr wahrscheinlich, ne? Ist er schlau? Wechselt er? Ja, er wechselt. Auf Garados, oh Gott. Ja, ich habe halt nichts gegen andere Wasser-Pokémon im Team. Das ist das Problem halt, ne? Verteidigung, yes, sehr gut. Ich weiß halt nicht, was kommt. Ich muss halt schilden. Bei Garados jetzt. Die Kalkklinge ist gar nicht so verkehrt, ne? Das Team ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich brauche halt nur ein bisschen mehr Glück hier. Das wäre halt nett hier, ne? Wenn mir mehr Glück gegönnt wäre. Bei der Gegner mal. Ich habe halt, ne, Wutanfall. 2 Pokémon, die gegnerischen Werte senken können. Ja, passt. So, wer hat noch 2 Schilde? Okay. Stolos. Okay, okidoki. Da wird er eh wieder schilden. Jetzt wird er schilden, sehr wahrscheinlich. Krieg ich nochmal einmal? Nicht ganz. Okay, schade. Ich muss leider bei dem Pokémon, muss ich leider meine Schilde auspacken. Oder? Ich krieg nochmal eine Drachenklaue hin. So, was hat er jetzt als letztes Pokémon? Ach so, Kacke. Ja,
Ja, mein Arktos hat doch gegen das Flampivion Schwäche, okay. Das ist natürlich blöd. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hätte. Aber Arktos ist auch nicht gut, ne? Sieht man ja hier. Gegen beide Pokémon schlecht. Schwierig. Ja. Jetzt werde ich hart getroffen. Er hat schön aufgeladen. Ja, man kann natürlich Stollers spielen. Sieht ja nicht so verkehrt aus. Kriege ich aber runtergefarmt? Ja, nee. Hätte mein Eissturm für das andere Gucken gebraucht, aber Flambio hat mich eh tot gemacht. Puh, läuft nicht so gut gerade hier der Start in diesem Cup hier. Aber ich sag ja, der Cup ist schwierig. Aber es geht ja eigentlich, ja, im Prinzip eigentlich um den Spaß. Wobei ich halt gerne für die Quest ein paar Siege noch holen wollen würde. Heute, dass ich da entsprechend dann auch bei der Quest mal weiterkomme. Aber wir schauen mal. Und schon wieder ein Feuer-Pokémon. Ja, ich sollte vielleicht nicht mal mit Arktos One reingehen, aber passt schon. Ja klar, die wechseln halt immer schön raus. Klar. Das ist halt leider so, aber was will ich machen? Da kannst du nichts machen. Okay, er senkt nicht immer die Verteidigung, schade. Ja, weil so wenig Leben brauche ich eigentlich nicht schilden, ne? Das ist ja klar. Oh, er lebt, überlebt sogar noch. Come on, drück dem nochmal die Kalkklinge bitte, danke. Das wäre doch schick. Sehr gut. Sehr gut. Super. Das gefällt mir, aber macht halt gar keinen Schaden gefühlt. So. Ich heb mir erstmal meine Schild auf, aber ich habe ein Problem gleich. Ein Feuer-Pokémon nervt halt, ne? Das ist halt nervig, ja. Ah ja, komm, ich muss einmal schilden. Der hat einfach zu viel aufgeladen, jetzt das Palkia. Irgendwie, aber ich habe nicht ein Palkia, aber irgendwie ist Palkia vermutlich sehr gut für den Cup hier, so wie es aussieht, ne? Weil viele das spielen, oh Gott. Raus! Ach nein! Ach nö! Ach come on, ich hab verloren schon wieder. Ja, weil die alle die Legendäre haben. Ich habe aber keine Legendären. Auf denen. Ich habe alle Legendären, die ich habe, sind stärker als 2500, glaube ich, die ich benutzen könnte. In den Cup, aber was will ich halt? Ein legendäres Pokémon benutzen. Was mir nichts bringt. Also, in dem Sinne. Kriege ich jetzt vielleicht doch noch den Sieg? Wäre nett, ne? Ja, komm. Ich muss halt, aber jetzt habe ich da zweimal. Ich habe vielleicht Glück, dass ich aufgeladen habe, dass ich gut rauskam. Und dass ich dann direkt nochmal... Nein, okay. Das bringt mir halt nichts gegen Palkia. Oder was war dran? Nee, es ist gar kein Palkia mehr da. Es ist Fuego. Oh, ja, er hat ja gewechselt, ja. Bringt mir halt nichts, ne? Ich habe nichts mehr, keine Power mehr. Nee, keine Chance. Bin wieder da. Der Quake ist wieder da. Willkommen zurück. Genau. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder da bist. Bisher noch nichts verpasst. Läuft noch nicht so gut. Oh. Wir nehmen mal das Togedemaro damit. Hallo, Togedemaro. Oh, come on. Ernsthaft? Warum habt ihr eigentlich immer so hohe WP, Togedemaro? Aber ich glaube, eventuell kann ich, wenn ich einen guten finde und ich den perfekt pushe, kann ich mit dem in der Superliga, Hyperliga kämpfen, sag ich mal so. Weil der hat, glaube ich, einige nette Moves drauf, aber der ist zu schwach. Schicke ich erstmal weg. Togedemaru. Oh wow, Rotomov mit den wenigen tollen WP hier von 16. So. Glückwunsch zu den 57 Abonnenten, danke. Mal gucken, wie lange ich die hab, ne? Das soll nicht so gemein klingen, aber mal gucken. Weil meistens ist es ja so, dass dann, wenn man gerade einen neuen Abonnenten erreicht hat, irgendeiner dann wieder deabonnieren muss oder irgendwelche inaktiven Kanäle von YouTube automatisch gelöscht werden. Deswegen schauen wir mal. Aber danke dafür. So, dann. Schauen wir mal. So, in dem Set jetzt
noch kein Sieg, aber ja, das ist halt ein schwieriger Cup. Ich habe halt, das ist halt das Schade, das Blöde, aber ich habe ja gesagt, ich streame immer jeden neuen Cup. Und deswegen kommt das ja hier so, aber ich bin halt auf Hyperliga-Niveau, ist halt meine schwächste Liga. Superliga, da kann ich gefühlt 20 Teams zusammenstellen, habe ich immer was, da läuft es immer gut. Meisterliga habe ich ein komplett krasses Main-Team, wo ich eigentlich fast jedes Team besiege. Mal gucken, ob jetzt die Meta sich demnächst ändern wird. Ansonsten, aber wie gesagt, in der Hyperliga-Niveau habe ich kaum gute Pokémon, die man benutzen könnte. Und jetzt bin ich auch noch mit den Typen beschränkt, in dem Sinne, weil man nur eine begrenzte Auswahl hier an Typen hat. Und deswegen, ja, müssen wir damit leben, dass ich sehr wahrscheinlich hier kaum heute irgendwas hinkriege und kaum einen Sieg heute schaffe. Aber ich hoffe trotzdem, dass es unterhaltsam ist. Ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich möchte das trotzdem gerne erklären. Weil jeder hat ja irgendwie so eine Liga, wo er denkt so, nee, die Liga, die liegt mir nicht so. Ich weiß, dass manche von meinen Zuschauern sagen, die Meisterliga ist mir nicht so gut. Und so. Aber ich habe ja schon jemanden, der nicht so krasse Legis benutzt, ne? Ach, come on. Okay, ich hatte heute einen richtig anstrengenden Tag und musste heute ein Gespräch mit einer Lehrerin führen, den die ganze Klasse hasst. Ich kann nicht mehr, ja, das tut mir natürlich leid. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich hoffe natürlich, dass dafür, ja gut, Gott sei Dank, heute ist ja Freitag, morgen ist Samstag. Dann hoffen wir, dass du doch morgen einen schönen Samstag hast. Schönes Wochenende hast und wir hier das komplett umballern. Und war bei einem Kumpel. Nice. So, jetzt geh doch mal raus mit deinem Empoleon da. Alex, hi, bin wieder mal da. Hi, sei gegrüßt. Kann sie jetzt endlich mal verdammt nochmal schilden? Ich, sorry fürs Rumschreien, aber ich krieg hier echt einen Anfall gleich. Ich will halt nicht extra einen Empoleon pushen. Ja, es bringt halt nichts, er kann dann Wasser antacken. Darf ich wechseln? Ja. Achso, der kann Pflanzen attacken, er kann keine Wasser attacken. Wow, danke dafür. Bitte. Und jetzt kommt auch noch Sumpex. Ich könnte hier gerade hier einen Keulkrampf kriegen. Genau, hi Alex auf jeden Fall. Hi. Sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich verzweifle gerade in den neuen Cup. Ich hab halt nichts. Ich kann noch gucken, aber ich hab nichts. Ich kann auch nichts anderes verwenden hier. Will ich schilden? Ja, will ich. Und er hat auch noch seine fucking... Ja, okay. Schilde noch. Er hat ja nur effektive Pokémon irgendwie. Jo, alles easy. Das ist doch schön. Darf ich jetzt mal bitte mit meiner Drachenklaue? Und dann bin ich besiegt. Das ist so doof und bescheuert. Und dann haben wir leider Gottes verloren. Und keine Ahnung, ich guck mal jetzt hier, wie es aussieht. Ob wir hier aufsteigen können. Hab ich jetzt gerade. Oh, toll. Ich drauf geachtet gerade, lull. So bescheuert. Ich habe letzte Woche zwei nice Karten gezogen. Ich versuche sie bei Discord zu schicken. Ja. Sollte hier eigentlich normalerweise kein Problem sein. Einfach mit dem Handy. Jeder hat ja ein Handy. Fotografieren. Und dann einfach. Dann schicken. Stream leckt gerade voll. Immer noch? Ich hoffe ja nicht. Ich glaube, es war nur klar, kurz ein Aussetzer. Genau, Discord. So, was schicken wir? Achso, wir schicken einfach mal das hier. Weil ich so viele davon habe. Genau. Und schreibt auch gerne mal ab und zu, wenn ihr Discord habt, auf Discord ein bisschen was Nettes rein. Weil meistens, wenn jemand Neues kommt und ich frage, hey, stell dich doch mal gerne vor, wie heißt du auf YouTube? Leider kriege ich da irgendwie keine Antwort gefühlt irgendwie. Deswegen, mein Geschenk öffnen, ja, okay. Mach ich gleich, nach dem Kampf hier.
Let's go. Ich möchte jetzt einmal jetzt hoffentlich hier gewinnen. Wenigstens einen Kampf im Stream gewinnen. Ihr seht es ja hier, meine Auswahl ist echt beschränkt. Ich kann halt wirklich nichts von denen verwenden. Ja, vielleicht Sidra King, aber Sidra King hat nicht so coole Attacken. Der Rest ist halt alles, was ich verwenden könnte, ist Schmutz. So gefühlt, ne? Kann ich halt, klar, man kann Fiyaro spielen, aber will ich das? Keine Ahnung. Bescheuert, definitiv. So, dann einmal in den Kampf rein. Und das Beste hoffen. Rebotak, okay. Gucken mal, was der hat, ob der stark ist oder nicht stark ist. So, bist auf dem Handy, hi. Okay, genau, ich bin mal gespannt. Wir freuen uns ja immer drüber auf Discord, wenn auch andere Leute was schreiben und so. Schon eine neue Ultra oder Mega. Was meinst du mit der Frage, Quake? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was meinst du mit Ultra oder Mega? Wovon redest du gerade? So, Krebotag ist schon mal weggeschildert. Nachthieb, okay. Oh, ich hätte gar nicht beim ersten Mal Schilden brauchen. Der ist richtig schwarz. Ach so. Du meinst, habe ich Katagami habe ich schon gefangen, ja? Ich habe 2 Raids gemacht. Einer ist leider geflüchtet, einen habe ich gefangen. Aber so brauchen tue ich ihn jetzt erstmal nicht so. Spare ich meine Pässe. Megastolos wollte keiner machen bisher, weil den gibt es ja erst seit heute. Simsala habe ich gar keinen einzigen gemacht, weil es sich irgendwie nicht ergeben hat. Aber Stolos wäre halt gut, wenn ich einen theoretisch bekommen könnte, machen könnte. Da, das ist wäre ich, was ich spielen wollte eigentlich, Quaxo. Aber es war es mir nicht wert, so viel auszugeben für den. Nur, dass ich den einmal hier spielen kann. Genau. Nicht schilden. Genau, und Stolos, theoretisch müsste ich ein Mega entwickeln am Sonntag, aber ob ich bis dahin die 200 Mega Energie bekomme, fraglich. Ja. Da habe ich jetzt hier endlich meinen ersten Sieg feiern. Wäre natürlich nett. Katagami, du hast Kangama geschrieben. Achso, ja, der ist halt nervig zu fangen. Der ist ziemlich klein und so. Deswegen. Aber passt schon. Deswegen, wie gesagt, ich guck mal gleich. Man könnte theoretisch ein mega stolzes Raid machen, wenn genug Leute da sind. Wenn ich einen hätte, habe ich nichts dagegen. Kann auch Stolos jetzt machen. Haben wir denn genug Leute am Start? Das ist halt immer so eine Sache, ne? Also ich würde einen mitmachen, ja, aber haben wir genug Leute? Ich weiß nicht, wie viele man braucht und so. Also mit 2 Leuten sollte man es nicht probieren. Ich glaube, mit 2 Leuten ist es blöd. Wenn, dann schon mindestens 3 oder 4 sollte man haben. Also klar, ne? Über eine Einladung freue ich mich natürlich immer. Kein Problem. So, jetzt hier. Bin ich schnell genug, um den ersten Sieg hier im Wettercup einzufahren? Ich werde mal schilden. Lodo Kanonade machen und dann ist das Pokémon hier besiegt. Was kommt denn überhaupt für eine Attacke? Ich hätte nicht schilden brauchen, aber ich habe so oft noch nicht gegen das Pokémon gekämpft. Ich reich für 10. Ich meine jetzt ernst, ne? Man sollte das wirklich nicht mit so wenig versuchen. Ich meine das wirklich ernst. Weil sonst ist der Pass weg und das ist halt blöd. Aber wie gesagt, du kannst mich natürlich gerne einladen, wenn du genug Leute hast. Dann mache ich natürlich mit, aber wenn halt wirklich nur wir 2 oder noch eine dritte Person ist, dann ist mir das eigentlich eher zu wenig. Lade dich andauernd ein. Ja, wenn ich auf der Arbeit bin, wie soll ich denn bitte schön auf der Arbeit mit dir Raids machen? Sag mir das mal. Yay! Mein erster Kampf hier gewonnen. Jetzt mal ehrlich, wie soll ich denn auf der Arbeit, weil normale Menschen müssen halt um die Uhrzeit, wo du Raid-Einladungen verschickst, arbeiten.
Jetzt, ich meine das jetzt ernst, ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich würde ja, wenn ich könnte. Also zwei sind weg wegen Katagami. Ich hab immer Kangama. Warte, wo wollte ich gucken? Da. Ich hätte sogar zwei, aber ich brauche halt Leute, ne? Ich könnte sogar zwei hosten. Gehen noch 30 Minuten. Also, ihr habt die Chance. Raid oder nicht Raid? Das ist hier die Frage. Ach so, und bevor ich wieder vergesse, ich muss dein Geschenk noch öffnen. Damit du nicht traurig bist. So, wo bist du denn? Du bist noch gar nicht dran hier. Beziehungsweise hast du mir eins geschickt? Du bist noch mit M geschrieben. Warte mal da. Fast vorbeigescrollt hier. Bin bereit. Ja, aber wir brauchen ja mehr als zwei, immer noch. Oder es geht nicht irgendwie chinesisch gerade. Nicht böse gemeint, aber. Habe ich irgendwas verpasst oder irgendwie. Verstehe ich irgendwas gerade nicht? Willst du mich einladen und hast mehr als drei Leute oder zwei Leute? Oder soll ich einladen? Guter Niklas, ja bitte. Erklär es mir. Erklär es mir, ich verstehe es gerade nicht. Ehrlich nicht. Dann warte ich noch kurz mit dem Kampf hier in meiner nächsten Liga hier. Aber du kannst mir erklären, wir haben ja genug Zeit. Ich gehe schon mal in den nächsten Kampf rein. Währenddessen du mir das erklärst, was ich gerade nicht checke, weil der Typ mal wieder zu dumm ist. Ach so, ich sage doch, bin bereit, falls du einen machst. Ja, aber ich brauche ja noch Leute. Muss ich doch jetzt nicht deswegen anschreien. Ich brauche halt noch Leute, aber es ist halt hier keiner im Chat da, der mitreden könnte. Weil immer wenn man Raids machen will, ist keiner da. Und wenn man keine Raids machen will, fragen sie alle an wegen Raids. Da denke ich mir so, lest doch den Titel, was im Titel steht. Was steht im Titel? Steht da drin, hier, Raids mit Community? Oder steht im Titel drin, Better Cup 2022? Mach die Caplocks aus! Nein, alles gut. Jetzt dürft ihr reinschreiben, auch wenn ihr neu dabei seid. Wenn ihr Raid mitmachen wollt, wenn ihr Mega-Stolz haben wollt, let's go. Weil so mehr wir sind, desto besser, desto mehr Mega-Energie bekomme ich. Weil ich bräuchte halt 200 Mega-Energie, um einen zu entwickeln am Donnerstag. Wo beziehungsweise ich kicke ja nochmal 50 von der Quest irgendwie. Also von daher passt das schon. So, ich habe keine Ahnung, ob ich bei dem komischen Kapaloris da schilden soll. Es ist ein Garados. Okay, wir bleiben drin. Garados, 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 Garados. Sehr schön, kein Shiny Garados. Ich muss halt bei Garados muss ich leider schilden gleich. Weil ich will noch mal ein bisschen mit meinem Arktos kämpfen. Der macht anscheinend guten Schaden gerade. Der teilt gerade gut aus. Jetzt läuft's gerade. So, okay, jetzt schildet er. Blöderweise. Ja, okay, bei dem Leben. Bei dem Leben muss ich nicht mehr schilden. Nee, es verschwendet das Schild. Schildkraft. Bin neu. Wir trollten da schon. Was? Wer hat hier sogar überlebt hier? Wir trollten schon wieder hier. Leute, nicht trollen. Danke. Aber es bringt nichts, wenn du drum trollst und schreibst, du bist neu und du bist schon in meiner Freundesliste. Lull. Oh. Nein. Oh, fuck. Empoleon. Naja, ich muss auf den gehen hier. Ich weiß halt wirklich nicht, seit der einen Aktion, wo ihr euch ständig umbenannt habt, umgetrollt habt, ob das irgendjetzt jemand wirklich hier das ernst meint oder ob wirklich jemand einfach nur rumtrollt. Das weiß ich halt nicht. Deswegen gehe ich immer davon aus, immer vom Schlimmsten aus. Lull. Ich heb mal Schilde mal. Einmal kann man ja schilden. Ich glaube, Burschmann hätte den nicht überlebt, oder? Kann nicht schon mit einer Burschnabel kommen. Der müsste eigentlich die Wasserattacke müsste eigentlich überleben. Was? Zweimal Burschnabel? Och, come on. Empoleon. Voll der Betrug. Niklas, das bin ich nicht. Echt, dass du das schon wieder denkst. Sorry. Sorry.
Ah, okay, der spielt mit einer Pflanzenattacke. Nice, nice, nice. Na, ja, wir können ja einmal schilden. Sorry, aber wie gesagt, seit der einen Aktion, da wo ihr rumgetrollt habt, denke ich halt immer, dass ihr ständig irgendwelche, wenn da neue komische Namen sind, dass irgendjemand rumtrollen will von euch. Ich weiß, ich sollte das nicht denken, weil ihr seid echt die Besten hier, die hier da sind, immer treu sind und mir immer hier regelmäßig zugucken. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, Leute. Und ja, danke. Sieg Nummer 2. Nice. Deswegen, ne? Aber du bist heute eh sehr wahrscheinlich von den bekannten Gesichtern alleine irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Marina noch irgendwie im Urlaub ist irgendwie, weil die war schon länger, hat nichts mehr geschrieben, habe schon länger nichts mehr von ihr gehört. So, vom Gefühl her. Ja, und die anderen irgendwie, weiß ich nicht, wo die stecken. Ja, sorry, ich habe mich auch entschuldigt, das sollte ich nicht mehr machen. Aber es ist halt nervig, wenn irgendjemand so ein Troll, so trollmäßig sowas reinschreibt oder sich irgendwie trollmäßig nennt, dann denke ich halt immer, irgendeiner von euch will mich wieder trollen. Es tut mir leid. Ich glaub nicht an das Gute in den Menschen. Immer nur an das Negative denken. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh nö, ich muss raus. Arctos, schnell. Auf Atmurai. Ich hoffe, der wechselt nicht, aber der wird sehr wahrscheinlich wechseln, weil er sich denkt so, nee, mein Glurak ist mir zu schade. Oh. Okay. Palkia, okay, genauso schlimm. Aber bei Glurak gegen Glurak läuft auch. Jetzt wäre natürlich eigentlich Arctos besser gewesen, aber passt schon. Wir werden natürlich nicht chillen jetzt. So. Kannst du mal endlich mal was machen? Der macht ja gar nichts. Mau, der will meine Schilde. Der will meine Schilde rauslocken. Ist das Doppelnassschweif? Warum schon Drakometor, okay. Fuck. Okay, das war nicht so gut gespielt von mir gerade. Merke ich gerade so. Weil, ja. Kannst du mal mein Team spielen? Was hast du für ein Team? Spielst du auch in welchen Cup spielst du denn? Wettercup oder was? Und ich muss auch, das habe ich dir auch als Kommentar geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, muss ich das ja auch dazu noch sagen. Ich muss auch die Pokémon haben, ne? Oh Gott, Gyarados, okay. Deswegen. Aber schreib mal gerne dein Team rein und dann schauen wir mal, ob ich das habe oder nicht habe. Ich hatte ja am Anfang da ausführlich was zu gesagt, warum ich dieses Team hier benutze. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und gehört hast. Ist überraschend. Wie soll ich denn das Team spielen, wenn ich nicht weiß, welches Pokémon du hast? Hä? Wie soll das funktionieren? Ja, wow, er schildert einfach nicht auf ehrenlos. Glurak macht ja schon einiges hier, aber er kann das letzte Pokémon halt nicht mehr killen. Er kann das letzte nicht mehr killen, das ist das Problem, ja, ich bin tot. Wow, danke dafür. Och. Was denn? Ärger mich doch nicht so. So, dann einmal hier. Let's go. Nächster Versuch. Noch 2 Matches und ein Sieg. Dann kriege ich die Pokémon-Begegnung. Und die war ja relevant dafür, dass ich hier entsprechend dann vielleicht mal die holen darf. Deswegen schauen wir mal. So, wir haben... Oh, Despotar ist schlecht gegen mich. Wir gucken mal, wie es aussieht. Ja, okay. Raus. Arctos. Nehme nicht so viel Schaden. Ich sag jetzt mal eins, okay. Lapras, okay, interessant. Random, okay. Wie gesagt, ich muss auch die Pokémon dafür haben, ne? Und es ist dunkel geworden, obwohl es noch gar nicht dunkel ist. Lull. Also Spiel, erstens Wetter ist falsch. Tageszeit ist falsch. Alles ist falsch hier.
Ja, Server juckt mich halt nicht, ne? Siehst du ja hier, Labras. Gut, Anton, ja, ich werde es mir nach dem Stream angucken. Während des Streams geht's das nicht. Niklas, das ist dein Team. Jetzt kommt es. Hat es alles gut, kein Stress, aber wie gesagt, ich werde es dann nach dem Stream mir dann in Ruhe anschauen und auf antworten. Weil im Stream ist das halt nicht so machbar, weil ich mich ja hier aufs Kämpfen konzentrieren möchte. Deswegen. Ich schaue mir es mal gleich an, so. Ja, ich habe halt keine Chance, da hat ein nerviges Despotar. Ist klar, ja. Es ist ein nerviges Despotar in seinem Team. Ich kann nichts machen. Gerade. Ich kann natürlich schön, egal was ich einwechsel, Glurak ist schlecht gegen Despotar, Arctos ist schlecht gegen Despotar, alles ist schlecht gegen Despotar in meinem Team gerade. Nur Atmurai, aber Atmurai konnte nicht kämpfen, weil der Typ sich einfach so gedacht hat, nö, wir wechseln mal. Wir wechseln mal. Lul. Ja, ja. So, Lapras ist wenigstens besiegt. Das ist okay. So, wenigstens mal sein Dings hier schwächen. Wenigstens ein bisschen was. Er wird ja sehr wahrscheinlich jetzt schilden. Nicht? Okay. Wow, der war ja direkt instant tot. Muss ich schilden. Und dann hoffe ich, dass er einfach kein Palkia, kein Gyogre und sonstiges hat, sondern einfach was Nettes hat. Er hat auch einen Glurak, okay. Ich muss auf die Lohokanonale gehen, weil wir uns gegenseitig mit Drachenklaue sonst, ne, kaputt hauen. Und das mehr Schaden macht einfach. Und meinst du, hat halt 10 WP mehr, aber es kommt nicht dazu. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch, weil ich kein Schild habe, Lohokanonale einsetzen, weil er weiß genau, das macht mehr Damage. Ist der Stream in 30 Minuten noch da? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche für meine Kämpfe hier. Kann sein, dass ich noch 30 Minuten brauche. Kann aber sein, dass ich auch schon in... Ja. Dass ich dann schon vielleicht fertig, früher fertig bin, weiß ich halt nicht. Wie lange ich brauche. Kommt immer drauf an, wie lange die Kämpfe sind. Guck einfach nochmal in einer halben Stunde vorbei, wenn du dann wieder Zeit hast und ich noch da bin. Bin ich noch da? Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es leider so. So. Okay, warte. Jetzt gleich kurz. Ich will aber nicht warten. Du sollst einfach was schreiben. Du schreibst ja nichts rein, deswegen mache ich aber weiter. Oh Gott, schon wieder ein Glurak. Ah, okay, kein Glurak. Ich wollte schon sagen, hey, Glurak. Ein Rishiram. Den verkloppen wir jetzt mal schön hier mit Atmurai. Schilden, schilden, schilden. Knirscher. Ja, ich glaube, ich hätte ihn nicht besiegt bekommen. Warum spielen die alle so komische legendäre Pokémon hier in dem Cup? Ich habe nicht mal so welche davon, glaube ich. Ich gucke mal gleich. Niklas? Ja, Quake? Du schreibst ja nichts. Warum soll ich warten? Ich will nicht so viel langweilige Lobbyzeit haben, deswegen. Fuck, 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 fuck. Dann schreib doch das Team jetzt rein, was ich spielen soll. Aber du schreibst ja nichts, also. Wofür soll ich dann warten? Ich muss auf Arctos gehen. Lass das Rishiram in Ruhe. Sorry. Ich weiß ja, dass es dein Lieblings-Pokémon ist. Alles gut. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Shit. Hab einen Fehler gemacht. Fuck, Steinkante. Fuck, 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 keine Steinkante. Lebst du noch? Nein, okay. Shit, 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 shit. Aquana.
Bitte zeig doch deine Pokémon. Ja, kann ich machen gleich. Aber ich kann halt nicht mit irgendwelchen random Pokémon spielen und die pushen, ne? Deswegen. So, mach ich gleich mal nach dem Kampf. Hier soll's! Nein! Wow, zwei Siege. Ich wollte aber gerne die Pokémon-Gegner haben. Ja, und dann kommt auch noch sowas wie Hydro-Pumpe. Aua, das tut weh. Okay, Sternstaub und ein wundervolles, tolles Item namens Sofort-TM, okay. Was? Niemand, wirklich niemand, Niklas. Lebst du noch? Auf Niklas. Nein. Oh. Verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Ja, schickes Reißlaus. Ah, ja. Mal gucken. Also. Wenn wir hier gewinnen, egal wie viele Stufen gibt, Sonderbaum muss, wir steigen automatisch auf. Okay. Also, Teams wären, die ich verwenden oder Pokémon, die ich verwenden könnte. Arcani, Glurak, 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 Admurai, Arctos, Totok, Geowatz, Galoppe, Amoroso, Mamutel, Anigo, Anigo, Quaxo, Despotar, Lunastein, ja, der Rest ist halt mehr recht als schlecht. Also, keine Ahnung. Es hat nichts wirklich Gutes dabei, was man verwenden wollen könnte. Deswegen, ich bleib erstmal bei meinem Team, auch wenn es nicht so läuft. Aber ist halt die beste Auswahl. Ich will einfach nur mein Set hier zeigen. Und ich habe es aber wenigstens geschafft, 2 Kämpfe von 10 zu gewinnen. Und das müssen wir noch ein bisschen weitermachen und das Beste rausholen. Wir schauen mal, wie es läuft. Und wir haben einen Willi. Wenn ich jetzt rauswechsle auf Glurak, dann wechselt er auch raus. Ich kenne den doch, den Kollegen. Aber der hat eine sehr nicht effektive Attacke. Das ist natürlich schon mal nett für mich. Aber der kann nervig sein mit seinen Attacken. Deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Okay, er schildert schon mal, okay. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob da eine Gesteinsattacke kommt. Ich glaube, so schnell kann er die nicht aufgeladen haben. Wenn ja, dann tut's mir weh, dann tut's weh. Ja, okay. Sagte er und kriegt die voll in die Fresse. Die Steinkante. Dann habe ich wenigstens meine zwei Schilde und der hat seine Schilde schon verloren. Wenn er jetzt schildert, dann schildert er. Wenn nicht, dann nicht. Was ist ein Eisrichtiger und du meinst Kyurem? Nicht schilden. Jetzt macht der Strauchler. Ich muss auf die Drachenklaue gehen, weil sonst macht er was. Können wir gleich mal verwenden, das Team, aber nur wenn es um nichts mehr geht. Ah, ist okay. Ah, okay, können wir verwenden gleich. Schilden. Weil, ja, ich krieg ja eh nur hier Sonderbonbons. Und, ja, mal gucken. Da sind die Sachen nicht so wichtig hier. Mann, das Pokémon geht mir gerade auf Keks. Aber die haben nicht mal die richtigen Attacken, ne? Das weiß er auch schon, ne? Dass sie einfach irgendwie random irgendwelche Attacken haben, die vielleicht sogar nicht mal brauchbar sind. Deswegen, schauen wir mal. Okay, na, Sumpex. Ich muss leider auf die... Und auch noch Krypto. Auf die Lokalonade gehen. Ach so. Nee, das ist ein Unterschied. Das ist ein eigenständiges Pokémon. Es gibt ja eine Fusion von denen. Ja, das ist richtig. Es gibt eine Fusion. Also, du kannst ja die Kyurem. Das heißt dann weißes und schwarzes Kyurem. Wenn du es fusionierst. Ja, ja. Die kommen auch noch in Pokémon Go. Habe ich gar nicht, Reshiram. Kann ich nicht verwenden.
Ich kann mal meins zeigen, aber das ist, glaube ich, höher. So, und jetzt haben wir jetzt noch ein... Ah, okay, come on. Den kriegen wir noch down, den kriegen wir noch down. Der soll seine Attacken verbraten. Und dann haben wir hier einen Sieg. Ein Sieg für Sonderbonbons. Ein Sieg für Sonderbonbons. Yay. Nicht kann man mein einziges Reshiram zeigen, was ich habe. Aber das ist auf mehr gepusht als 2500. Wegen für, wie heißt es, wie nennt man es? Genesect Raids und Co. Die ganzen Stahlkäfer. Nein, das ist eine billige Kopie. Okay, er kann Siedewasser, ja. So, wer ist jetzt hier schneller? Wer ist schneller hier und gibt dem Gegner den Rest? Also sehr wahrscheinlich müsste ich das ja sein. Ich müsste ja eigentlich meinen nächsten Sieg feiern hier. Nein! Ach komm, Corvapo, geh doch down. Ich brauche da wieder Sonderbonbons. Wegen für... Ah! Naja, der ist hochgepusht. Für Genesect Raids und Co. Yes! Sieg! 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 Ich hab einen Sieg! Gut, ja, wir können einfach jetzt mal hier einfach just for fun kurz eine Teammate, aber das machen wir jetzt nur einmal, weil es hier gerade um nichts geht, weil ich hier keine Pokémon-Gegnung verschenken kann und wir eh nicht alle Sonderbonbons bekommen und so. Und dann versuchen wir es mal. Wie gesagt, aber die Attacken und so und die Moveset der Pokémon. Da, das ist alles nicht so zusammengestellt, dass es klappen könnte. Also das ist halt random, ne? Jetzt hier der Kampf. Nur so zur Info. Ausnahmsweise. Sehr wahrscheinlich werden wir hier komplett hart ablosen. Aber was soll's. Wenn wir Spaß dran haben, dann klappt das ja hoffentlich heute. Und der Gegner denkt sich so, was für ein verrücktes Weird-Team spielt der Typ da. Oh, der Baldum-Guy. Der Pokéball-Guy aus Pokémon Schwert und Schild. Oh, Flambirex in Shiny. Sehr effektiver Attacken, wenn er Kampf kann. Aber er kann keinen Kampf. Ich sag ja, der hat nicht mal hier irgendwas für Dings ready, ne? Wenn wir jetzt einfach mit dem Team random gewinnen, Quake, dann kriegst du den goldenen Orden. Jetzt können wir Stalos Raid, nicht Stalos. Wieso? Hast du einen bei dir? Tentoxa, okay. Ja, wenn du mich dann einladen kannst, dann können wir es gerne machen, wenn du genug Leute hast. Come on, ja, das sieht man ja halt hier, ne? Er hat ein komisches Team. Mach doch mal was! Greift doch einer mal irgendwie mal einer an hier. Keiner will eine Attacke machen. Wie traurig ist das, bitteschön? Drei Zuschauer. Ach so. Aber die schreiben ja nix. Hallo. nicht chillen. Schlammboge, oh Gott. Ich glaube, die sind eh schon abgelaufen, meine Mega-Raids. Come on, come on. Komm, push dich durch. Juwelenkraft, ja. Das hält aber einiges aus an Nego. Vielleicht ist es doch keine so schlechte Wahl, den zu benutzen. Aber damit besseren Attacken. Aber okay, vielleicht habe ich einfach nur die... Bitte Goldmedaille, okay. Gönn ich dir, ja. Aber wir müssen halt auch den Kampf gewinnen, ne? Ja, macht ja Sinn, in den zu gehen. So. So, okay, es ist natürlich... Okay, Akani sagt goodbye mit Dracomitor. Dann muss ich rauswechseln, weil... Ach, Dracomitor ist halt Schrott. Oh Gott, aber hat er denn eine Kampfattacke? Nee, ne? Ich weiß nicht, weil das hat ja den Typ Unlicht. Nee, nicht sehr effektiv. Okay, perfekt. Ich werde einmal schilden und dann haben wir sogar mit dem Random-Team gewonnen. Aber das war Glück. Das war Glück. Der Gegner hat ja noch ein schlechteres Team als ich. Die Attacken sind noch nicht perfekt hier. Die haben ja viel zu lange zum Aufladen gebraucht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich müsste mal gucken, ob sich das vielleicht lohnen würde, in Anego zu spielen. Also man könnte mal irgendwann aus Fun in der Hyperliga nur mit UBs spielen, wenn ich genug UBs habe. In dem Sinne, die man spielen kann. Weil ich glaube, mein
Voltriant, was ich habe. Ich habe aber noch gar nicht keinen Suchbefehl für UBs. Kann ich nicht benutzen. Aber hey, danke Quake. Danke für den Sieg. So. Ich würde ja jetzt sagen, lass die Shiny-Herzen für Quake da, aber es war ja kein Shiny-Tausch. So, ich will nur mal erstmal kurz gucken. Voltriant war zu... Naja, war schlecht. War noch zu gut. Also ja, der war zu stark. So, dann auf ins nächste Match. Dann kommen wir wieder mal zu meinem Standard-Team. Mal gucken. Yes, gewonnen, yes. Ehren, Brudi. Was hat der jetzt? Ein Palkia, wow. Ich hab nicht mal sowas. So, dann schauen wir mal. Nassschweif. Brauchen wir nicht zu schilden. Passt. Ich würde gerne, dass er nicht, dass er schildet. Ich will halt, dass er seine Schilde weg hat. Danke. Oder auch nicht. Das ist halt Bullshit. Ich muss schilden. Aber wenn wir überlebt hätten, aber Risiko. Nassschweif. Wir fahren einfach runter, das müsste ja passen, ja. Kannst du jetzt einfach mal schilden, bitte, danke. Oh Gott, was ist das? Geo, ah, okay. Habe ich, warte, ich muss gleich gucken. Aber so schnell kann ich nicht gucken und wechseln, ich muss wechseln. Scheiß drauf. Erstes Schild und er wechselt auf Tektas. Und jetzt, wo es keine Pokémon-Gegner gibt, kriege ich drei Siege hin, oder was? Will jemand ein Raid? Ja, ich muss erstmal gucken, ob überhaupt mein Raid noch da ist, ne? Weil der war ja vor einer halben Stunde oder so, war der ja so. Er kann... Ich hab den auch gespielt, ich... Ja, Tick das mit Kreuzschere, alles okay. Let's go. Was war das andere Pokémon, was der gewechselt hat? Also, da habe ich ein Problem, ich muss eigentlich wechseln, ne? Ich muss eigentlich auf Glurak gehen. So leid es mir auch tut für dich. Ich brauche dich gleich noch, aber ich kann nicht wechseln. Scheiße. Hat der Jute gewechselt? Ich muss. Ach, come on. Tektas. Blödes Tektas. Geo, was ist denn nervig? Außer eine Bohnenattacke. Zack. Beide K.O. Shit, er hat nur ein Schild, er hat gewonnen. GG. Aber er hat eine Bohnenattacke, okay. Aber, wenn er eine Gesteinsattacke macht, dann ist mein Glurak Schnee von gestern. Besser gesagt, Steine von gestern. Lul. Einfach so mein Sprichwort ändern, ne? Steine von gestern, ja. Dann war ja mal ein Glurak. Ja, Steinkante und Whip. Whip. Oh, Bronzer nehmen wir mit. Wir gucken nur mal kurz einmal. Ja, wird knapp, wird nichts mehr mit dem Raid. Tut mir leid. Du weißt ja, ich würde einladen, wenn ich könnte. Das ist halt immer schwierig, aber ja, Bronze sollte man immer anklicken, auch wenn das Wetter geboostet ist, sogar noch mehr, weil, ihr wisst ja, erhöhte Shiny-Chance von Natur aus. Und ist ein Stahl-Pokémon, jo, nice. Das heißt, wir haben jetzt gar kein, was haben wir denn für ein Wetter? So schlechter Witz, windig, okay, jetzt ist windiges Wetter, okay. So schlechter Witz, dass ich wieder lachen musste, ja, sorry, ich weiß, dass es unlustig war, I know. Ich wollte einfach lustig sein. Außerdem, ne, so Aktionen sind ja spontan und gut immer. Und du weißt ja auch, ne,
Wenn ich übers grüne Meer singe, dann geht's mir gut. Lul. Bitte kein Bronze. Warum? Warum magst du das nicht? Aber es ist halt eine Chance, in dem Sinne. Hast Pokémon oder so. In dem Sinne für Leute, die halt nicht so oft Shinies bekommen, dem Mann zu klicken. Dann haben sie vielleicht mal Glück und kriegen mal einen Shiny, auch wenn es jetzt nicht das hübscheste Pokémon ist. Oh, falsche Wahl. So. Ah! Glurak, dahin. Zack, zack, zack. Fertig. Gut. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Mal gucken. Aber ihr könnt natürlich gerne reinschreiben, was euer letztes Shiny in Pokémon Go war. Meins habt ihr ja im Video gesehen. Wisst ihr ja, was mein letztes war. Oh, er spielt auch Atmurai. Nice. Ein Leidens... Ja, es ist nicht Leidensgefährte. Ein... Ah, ich komme nicht auf das Wort, was ich sagen will. Ein Brudi, der gleichgesinnt ist wie ich. Ein Gleichgesinnter, genau. Jetzt komm ich drauf. Ein Gleichgesinnter. Als wenn du deine Kalkklinge nicht spielst. Als wenn du kein Cedar-Atmurai hast, Junge. Also eine scheiß Kaskade macht ja ordentlich schon Schaden. Ich hab 24 Shiny Bronzel in Arsis. Au! Heftig. Warum so viele? Aber du kannst mich, ich meinte jetzt eigentlich zwar in Pokémon Go, das letztgefangene Shiny, wie gesagt, meins könnt ihr ja sehen. Leider hast du gestern mein Shiny in Legenden Arsis verpasst. Dreimal darfst du raten, was es geworden ist für ein Pokémon. Welches ich als Shiny gefunden habe. Du warst ja gestern kurz da, musstest aber dann irgendwie off. Natürlich, klar, ist ja immer so, aber kannst ja dreimal raten, was es war. Kleiner Tipp. Nein, brauche ich einen Tipp? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du einen Tipp brauchst. Keine Ahnung, rat einfach mal. Ah, ich hasse Atmurai. Und der wechselt schön auf Desbutter. Dann gehen wir doch mal auf die Aquahaubitze. Achso, ich hätte auch auf die Kalkklinge gehen können, um Zeit und Energie zu sparen. Aber hey, Desbutter sagt bye bye. Boy boy. Wieso macht man so einen komischen Move? Und dann hat er noch ein Aerodactyl, okay? Der spielt ein komplett komisches Team. Also das war jetzt hier Ehrensieg für mich. Oh, aber das hier, das nette Aerodactyl ist auch shiny. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Leider nein. Wir schilden mal. Ich habe doch zufällig ein Traumato angeklickt. Wollte es eigentlich gar nicht zum Anklicken. Und das war einfach shiny. Nice, auf jeden Fall Glückwunsch. Ja, das hat man meistens irgendwie so, wenn man irgendein Pokémon für eine Quest fangen muss und so, das eigentlich aber gar nicht fangen wollte und es einfach dann shiny ist. Und dann so, geil. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, fang ein wettergeboostetes Pokémon oder fang das und das Pokémon von dem Typ und du es einfach anklickst, das sind Shinies. Das sind immer die besten Shinies. So, und wir haben jetzt hier den nächsten Sieg. Seid ihr nicht schon bei der Questseite auf der nächsten Seite? Ich bin immer noch auf Seite 1 irgendwie, traurigerweise, weil ich auch nicht so viel unter der Woche Zeit hatte zum Kämpfen. Ich habe zwar ein bisschen was für Videos gemacht, aber das hat eigentlich gereicht für 100 Siege. Ihr habt ja meine Videos gesehen, da habe ich immer ein Set gespielt. Und das war es dann eigentlich auch schon fast an Zocken. Jetzt hier den Wettercup, gestern habe ich ihn auch mal angetestet, aber da habe ich auch leider nicht gewonnen. Oh, guck mal, was mich hier anlächelt. Panzeron, auch Wetter geboostet. So, das nehmen wir natürlich immer mit. Schick, 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 schick. Und dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Deswegen, nee. Soll ich sagen, welche Shiny ich gestern in Pokémon Legenden Arceus gefunden habe? Weil ich hätte gar nicht mit mehr gerechnet. Meine Reaktion war auch so voll richtig gelangweilt irgendwie so. Ich hab's irgendwie so, ja, weil ich mich irgendwie so nicht so drüber gefreut habe irgendwie, weil ich nicht irgendwie nicht erst nicht gecheckt habe, dass ich da was gefunden habe, ein Shiny Pokémon. Deswegen. Ach komm, dieser hässliche Gekka-Bus, Smiley, Smiley sage ich schon, Sticker, regt mich so auf. Aber Victini war gar nicht so schlecht im Psycho Cup. Welches Shiny? Ich habe gestern in Pokémon Legenden Arceus ein Shiny Ursaring gefunden.
Genau. Nur so als Info. Für die, die gestern den Stream verpasst haben. Aber ich glaube, man merkt, dass die Sommerferien vorbei sind, dass gar nicht mehr so viele Leute da sind. In den Sommerferien war viel mehr los. Irgendwie hatten irgendwie die Leute mehr Zeit. Ein Niklas. Wie ein Niklas. Nein, ein Ursaring. Ich sehe nicht aus wie Ursaring. Und ich muss auch sehr echt zugeben, dass sie wird sehr wahrscheinlich sehr cringe, wenn ich dann sehr wahrscheinlich zu 99,9% morgen Pokémon TCG live spiele. Mit euch gemeinsam. Man muss ja irgendwie einen Charakter irgendwie erstellen, so dass man irgendwie so versucht, sich selber darzustellen. Aber irgendwie, sage ich mal so, nice, ich habe 2 Shiny Ursa. Nice, Glückwunsch. Genau, irgendwie finde ich irgendwie die Charakter in dem Spiel, sogar Alpha, geil. Finde ich in dem Spiel irgendwie sind die männlichen Charakter sehr feminin gestaltet vom Gesicht her, so. Deswegen. Tag. Samstag, morgen. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche wie streame. TCG Live. Das ist das neue Dings fürs Kartensammelkartenspiel. Sammelkartenspiel, genau. Junge, mein Deutsch wird wieder perfekt. Mein Online-Booster-Opening soll ja stattfinden. Sehr wahrscheinlich morgen Nachmittag. Arktos, 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 rein, 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 rein mit dir. Schnell, schnell, schnell. Genau. Und deswegen. Genau. Weil Sonntag kann ich leider nicht streamen. Da gibt's leider keinen Platz, keine Zeit leider. Sorry, sorry. Ob ich montags streame, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt Donnerstag mit euch dann Dotri spielen möchte in Pokémon Unite. Weil dann ist ja endlich der verfügbar, dann kann ich mir die endlich kaufen. Aber leider ja. Mal gucken, was ich sonst nächste Woche weiß und ich muss ich schon spontan entscheiden. So. Einmal schnell. Achso, er wechselt auf ein wundervolles. Oh Gott! Ich muss ihn wegballern. Ich muss ihn wegballern, sorry. Auch wenn Palkia mich abfuckt und der gleich Nassschweif macht. Will jemand Mega-Raid? Also, meine sind abgelaufen, das klappt nicht mehr. Brauchst nicht mehr zu fragen, ne? Ja, der Nassschweif und mein... Ah, ich hab noch ein Schild! Oh Gott, Gott sei Dank, gut. Gut, gut, gut. Nice. Sorry fürs Rumschreien, aber ich hab noch ein Schild. I have a Schild. Und dann bist du jetzt bitte, bitte, bitte mit tot, 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 tot. Oh Mann, ey, sorry fürs Schreien, aber hier sind gerade Emotionen drin. Weil vorher konnte ich nicht gewinnen hier. Und jetzt, wo ich nur dreckige, in dem Sinne Anführungszeichen, dreckige Sonderbons bekomme, gewinne ich hier. 4 von 5 Kämpfe und davor keinen einzigen für Pokémon begegnen. Voll traurig eigentlich. 2, 2, 2 und nochmal 2. 2 mal 2 macht 2. Na, so ein Blödsinn, ne? Nicht mal Mathe kann der Typ. Und Rang 16, das heißt, bald gibt's Ligis. Ja, wobei, lohnt sich irgendwie nicht in der Season ja aktuell. Bin ich ehrlich, weil, was will ich mit Yveltal? Ich weiß nicht, ob man die Ultra-Bestien da rausbekommen kann. Aber hey, Nachtara und Psyana sind halt interessant, weil die mehr Sternshop geben, falls man die kommen sollte. Ansonsten kann ich immer darauf eingehen, was für mich interessant ist. Pinsir, Schmutz. Linfu, Schmutz. Quapsel, Schmutz. Meditier, okay für mich, wegen XL-Candies. Wingull, Schmutz. Flicknoll, Schmutz. Lichtel, ja, brauche ich XL-Candies. Quabbel, Schmutz. Panzer-Aeron, ist okay für PvP. Finde ich aber jetzt nicht so geil. Habe ich schon Shinies und so. Onix, ja, höhere Shiny-Rate. Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny, okay. Schlurp, für mich auch persönlich Schmutz. Ist aber auch gut in PvP. Wurde auf den Worlds viel gespielt. Trasler, ja, keine Ahnung. Bewegt mich jetzt nicht so. Paragoni. Ja, ist okay. Capoeira. Ist zwar cool wegen mehr Sternstaub, ist aber scheiße zu fangen. Frisst zu viele Bälle, also liebt man nicht. Psyana und Nachtara, klar, wegen Sternstaub nimmt man mit. Und Miltank, würde ich jetzt nicht wegen weinen, wenn ich das bekomme, weil mir das Shiny noch fehlt. Soweit ich weiß. Aber muss ich jetzt nicht haben, ne? Hat noch keine irgendwie gute Verwendung. Aber es gibt ja den Miltank Raid oder Kampfday. Dazu aber dann später mehr. Was? Schnee? Udio. Hi, hey. Ich hoffe, der Name war richtig ausgesprochen. Hi. Ein neues Gesicht. Willkommen auf meinem kleinen Kanal.
So, dann geht's weiter. Was? 2x2 gleich 22, Nick, das ist doch klar, genau. Pippi Landstrumpf. Wenn ihr es noch kennt hier. Pippi Landstrumpf-Style, was es angeht hier. Skills mit Mathe. Man sagt nicht irgendwie 3x6 macht 9 oder so. Keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht, wie das Lied geht. So, wir haben ja einen Ammonitas-Freund. Der mir sehr wahrscheinlich Ärger macht. Sehr wahrscheinlich. Ne? Na, der macht nur eine Wasserattacke, aber der hat Gesteine. Der wirft mit Steinen. Hallo Markus, hi. Ich glaube, du warst doch schon mal öfters hier. Hey, wie geht's dir? Schön, dass du nochmal wiedergekommen bist hier auf meinem kleinen, schönen Kanal. Wehe, du wirfst einen Stein nach mir. Ich werfe mit Eis nach dir. Ich werfe Schneebälle auf dich. Okay. Er hat auf jeden Fall definitiv eine Gesteinsattacke, das weiß ich. Ich würde aber jetzt gerne in diesem Set hier die Begegnung mit dem Pokémon bekommen. Und, oh Gott, es ist ein Glurak. Und wir wechseln und es ist tot. Glurak. Es ist doch ein Glurak, oder? Ja. Also ganz shiny. Aber juckt mich nicht. Oh nein. Oh Mann, ey. Ich bin so neidisch. Den will ich auch haben. Shiny Krypto Glurak. Niklas, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Es tut mir leid. Oh, so sorry. Bin wieder da, genau. Hi. Warum schildest du da, Junge? Warum verschwendest du deine Energie? Ich bin aber neidisch. So eins hätte ich gerne. So ein Glurak hätte ich auch gerne. Flammenwurf, okay. Jetzt kommt dein shiny Zumpex, okay. Zumpex. Ich weiß nicht, das ist heute crazy. Very crazy. Aber es soll ja auch, ne, unterhaltsam sein. Wann kommt der nächste Community Day? Am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Muss ich schilden? Will ich schilden? Nein, will ich nicht. Aber ich werde nicht den Community Day streamen, weil es halt nicht sich lohnt, von zu Hause aus zu streamen. Ach, come on, mit seinem blöden Ammonitas da. Ne, Rauch ist halt abgeschwächt. Ich werde dann, keine Ahnung, eine Stunde spielen. Das Dingens machen, wie nennt man das? Das Ticket da. Das 99 Cent Ticket da benutzen. Und dann entsprechend. Was hatte der? Ich gehe jetzt mal auf Glurak. Genau, und dann dazu ein Video machen. Es wird das wundervolle Kiesling. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich muss schilden. Scheiß Antikraft da auf Ammonitas. Ist nervig, ja. Das wundervolle Kiesling wird es sein. Ist, glaube ich, irgendwann als Shiny eingeführt worden. Habe ich noch nicht als Shiny Pokémon Go. Und ich hasse das. Der Kampf sah so gut aus. Und jetzt bin ich hier gerade voll am Abkacken mit Glurak. Naja, kacke. Come on. Wehe. Okay, jetzt noch schnell den Eissturm hinterher. Bin ich ready? Ja, kenne ich gut. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Weil irgendwie, ich war am Mittwoch bei einem Livestream für Katagami Raid. Und da haben irgendwie die Zuschauer gefragt, was ist das für ein Pokémon? Ich kenne das Pokémon gar nicht. Weil irgendwie viele die Pokémon gar nicht kennen, die Pokémon Go spielen. Die kennen meistens immer nur die ersten zwei Generationen. So, ne? Deswegen muss man immer fragen, kennst du das Pokémon? Schwierig. So, aber hey, wir haben den Sieg geholt. Die Nase lassen wir stehen, die juckt mich jetzt gerade nicht. Oh Mann, ey, Nick das heute mit seinen Flachwitzen hier. Quake, bitte. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu flach. Aber das musste gerade sein. Der Witz musste gerade sein. Sorry, auf jeden Fall fette Sorry dafür. Ich hoffe, du verzeihst mir das. So, erstmal das Team wieder anpassen. Läuft ja gerade doch mit dem Team hier besser gerade. Besser als gedacht. Auf Rang 20 komme ich nicht, aber ich kann ja vielleicht bis zum nächsten Stream versuchen, mich auf Rang 20 zu spielen, wenn ich es zeitlich hinkriege. Und es zeitlich passt. Mal schauen. Genau, ich versuche halt immer, wenn ein neuer Cup ansteht, Freitag immer den zu spielen. So. Okay, er spielt das nicht. Er spielt das nicht so, wie ich das spiele, das Impegator. Ja, es tut mir leid, Quake. Yay. Aber der musste sein. Ah, Impegator. Brokkolus ist ein nice Shiny. Ja,
Mal gucken, wie viele Shinies ich im Video zeigen kann, beziehungsweise ich zeige halt eh nur eins. Außer ich habe eins in der Quest in dem Ticket drin. Ein Kiesling als Shiny, dann seht ihr mehr Shinies im Video. Ich zeige halt nur einmal exemplarisch das Shiny, weil sonst würde das Video zu lang werden. Ich versuche natürlich dann die Highlights im Video zu zeigen. Ich hoffe, das passt auch planmäßig, dass das Montag dann hochgeladen ist. Und so. Ja. Ja, ich brauche nicht zu schilden. Dann wird das schon irgendwie. Genau. Und dann schauen wir mal, was ich nächste Woche alles so streame. Wie gesagt, planmäßig möchte ich gerne am Donnerstag mit euch Pokémon Unite spielen mit Dodri. Genau. Am 22. Das ist das Aktuelle, was ich an Streams weiß für nächste Woche. Den Rest muss ich dann schauen. So. Und dann hat er jetzt hier... Ah, nein! Nicht schon wieder Empoleon! Geh nach Hause mit deinem Empoleon. Empoleon ist nervig, aber ich will nicht extra noch einen Empoleon pushen. Klar, das wäre vielleicht sogar eine Nummer stärker als mein Atmurai, aber ich finde Atmurai besser irgendwie. Bin ich ehrlich. Als Empoleon, auch wenn die Typen-Kombi da ein bisschen anders ist. Ich muss schilden. Bin heute Level 34 gekommen. Nice, Glückwunsch. Ich bin noch fleißig dabei und versuche mich noch hochzuarbeiten auf Level 45, aber es dauert halt. Ich habe irgendwie so das Problem, irgendwie so, mir fehlen einfach noch 6,5 Millionen Erfahrungspunkte. Den Rest habe ich schon, die Aufgaben schon erledigt, was man machen musste, aber die Erfahrungspunkte, die fehlen mir gerade. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so zäh, ich krieg nichts hin an Erfahrungspunkten. Aber da vertut man sich leicht. Oh nö. Wie auf meinem Hauptaccount. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe keine Chance gegen den. Der macht natürlich klar, der macht mich jetzt hier platt. Schade. Kann man nichts machen. Ja, okay, keine Chance. Ich kenne Pokémon schon seit ich 5 bin und bin jetzt 12 Jahre alt und habe Pokémon Go angefangen. Okay, nice. Kleiner Funfact, ne? Ich kenne auch Pokémon, seit ich 5 und 6 bin. Aber ich habe mit Rot und Blau angefangen. Also die ersten Spiele. So, wir fangen jetzt mal hier die ganzen Pokémon, die hier gerade interessant sind. Cool, Schnee. Aber Baldofisch geht mir gerade auf den Keks und wollte nicht drin bleiben. So, Kassadur Shiny und Togedemaru und Wooten. Wie gesagt, wenn ich einen noch finden sollte, dann werde ich auf jeden Fall einen Togedemaru Setup spielen. In der Hyperliga als Video. Nice. Weil ich glaube, Togedemaru kann krass sein. Aber muss nicht. Keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch nur so. Nein! Achso, ich wollte schon sagen. Wo ist Togedemaru? Togedemaru! Ich habe mit Pokémon Rot angefangen. Hast du nicht eben geschrieben, ich habe mit Pokémon Go angefangen? Bitte entscheid dich doch mal. Das verwirrt mich nur gerade wieder. Lull. Ah, Stahl-Pokémon fangen. Jo. Bin auch noch bei der. Aber die Quest ist nicht so schwer. Ah, okay. Das ist interessant. Den behalte ich erstmal. Ich muss mal gucken, ob der gute Moves hat. Dann vielleicht, wenn der passt, dann kann ich den vielleicht mal in der Überliga spielen. Ah, Kastatur. Genau, also die Aufgabe hier ist nicht so schwer. Ich nehme auch noch Wetten an. Meint ihr, ich finde in dem Event jetzt hier ein Shiny Kastatur? Was jetzt aktuell ist, bis der wieder verschwindet oder nicht? Was meint ihr? Prognosen dürft ihr gerne jetzt in den Chatbereich schreiben, weil mich das immer interessiert, ob ihr das denkt. Also ich habe, als ich 5 war, mit Pokémon Rot angefangen. Ja, so wie ich. Bitte melde mich nicht, aber ich habe Pokémon entdeckt, weil ich ein Pack in einem Zahnarztpraxis gefunden
und natürlich illegal geöffnet und mitgenommen. Achso. Interessant. So ein Sun hätte ich auch gerne gehabt, der da einfach seine Pokémon-Packs liegen lässt. So. Interessant, interessant. Ich muss mal gleich mal hier... Ihr hört mich gleich einmal kurz nicht. Ich muss mich einmal kurz hier schnell stumm schalten. Ich muss nämlich meine Jalousien runtermachen. Es ist dunkel geworden. Und ich hasse das. Ich mag das nicht. Wenn es draußen dunkel ist, man das Licht drin anhat, dass man dann... Ich habe immer das Gefühl, man kann reingucken und das mag ich nicht. Also dann einmal schnell Jalousien runtermachen. Deswegen muss ich einmal kurz mich muten, damit man das nicht hört. Und dann bin ich gleich wieder für den nächsten Kampf für euch ready. So, da sind wir wieder. Der Lame schreibt hier rein, Galoppa, Totok, Glurak. Nein, nein, soll ich, das funktioniert ja nicht. Ich kann nicht zweimal Feuer mitnehmen. Das geht nicht, das Team funktioniert nicht. Das mache ich nicht. Ich will doch nicht meine Pokémon-Gegner riskieren. Ach Gott, ach Gott, oh nein, ein Best Buddy Quappo. Oder wie der Spieletrend sagen würde, Quaporett am Start. Kappa. Oh, come on, was macht der? Was macht der? Was kann der? Sieht er Wasser, ne? Wie doch? Nein! Junge, das funktioniert nicht. Nur wenn ich keine Chancen auf die Pokémon-Gegner habe, kann ich das mitnehmen, gerne das Team. Aber so nicht. Ich will meine Pokémon-Gegner nicht verspielen. Weil ich weiß eh, dass ich mit dem Team verlieren werde. Doch, willst du. Wir schauen mal, wie es überhaupt hier gleich aussieht, statistisch mäßig gesehen. Ah, mich hebt meine Schilder auf. Rex Quappo da. Ah, sorry. Warum ist der dumm, der Typ? Wieso wechselt man von einem Quappo in den Glurak rein? Spieletrend versus Sabrina. Ich bin ehrlich, Sabrina habe ich nicht wirklich Videos geguckt von ihr. Darf ich ja so offen sagen, ne? So, schon wieder sein Quappo hier. Das war vielleicht... Hat er sein Pokémon geopfert? Aber er nervt gerade hier mit seinem blöden Quappo da. Und er hat immer noch seine zwei Schilde. Was hast du denn als letztes Pokémon? Du spielst irgendwie komisch. Quake, beruhige dich. Wir entscheiden das gleich spontan, ob wir das Team einmal benutzen. Aber mein Totok ist auch nicht ready für den Kampf. Nice. Habe Spieltrend etwas geschrieben und er hat geantwortet. Nice. Dieses Quappo geht mir richtig auf den Sack gerade hier, ne? Oh nein. Oh nein. Wir haben verloren. Wow. Zoompex. 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 Cool. Das ist auch schon mal schick, ne? Klar. Bei mir, wenn ihr was schreibt, dann kriegt ihr meistens auch eine Antwort. Außer ihr schreibt sowas rein wie Hi, Erster, wie geht's? Cooles Video.
und sowas, da kriegt ihr halt keine Antworten drauf. Ich registriere halt zwar jeden Kommentar, aber auf sowas habe ich halt keine Antwort, ne? Das sind halt, ja, Main-Kommentare. So. Leider macht uns das Sumpex nass. Und wir verlieren hier. Chancenlos gefühlt. Weil sein Quapp irgendwie abgefuckt hat. Okay, ich kann in dem Set jetzt gerade nicht auf das Match, auf das Team gehen, weil ich muss 2 Siege holen. Und das werde ich mit dem Team nicht hinkriegen. Und ich will die Pokémon-Gegner nicht verspielen. Verzeih mir. Vielleicht gleich im nächsten Set, wenn es da chancenlos aussieht. 2-mal geantwortet. Nice. Weh, ich dir oder Spieletrend dir? Ich antworte dir eigentlich immer, theoretisch. Das weißt du ja auch. Ich habe dir auch beim letzten Mal, glaube ich, geantwortet, wo du gefragt hast, ob ich Match oder Teams bauen kann von Zuschauern. Ich habe gesagt, ja. Natürlich klar, immer wenn ich die Pokémon habe, dann gerne. Könnt ihr mir natürlich immer gerne Vorschläge reinschreiben. Ich habe auch einen Vorschlag bekommen von jemandem, der reingeschrieben hat für den Psycho Cup hier als Anti-Feen-Team. Nimm doch Omot, Stami und so weiter mit beider. So. Und dann. Ja. Was war das andere Pokémon? Ich glaube, es war. Stami war das einzige Psycho-Pokémon und Omot hatte der und irgendwen anderes noch. Also Slimog hatte der noch als Pokémon. Und ich so, ja, schön, netter Vorschlag, danke dafür. Aber die funktionieren nicht für den Psycho-Cup, weil 2 von 3 Pokémon gar keinen Psycho-Typ haben. Die darf ich gar nicht benutzen. Natürlich nett, wenn einer versucht, so einen Vorschlag zu machen. Coca-Cola, boah, so lange nicht mehr hier gewesen. Hi, was geht ab bei dir? Schön, dass du da bist. Nicht chillen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ich weiß, lange nicht mehr gehört. Genau. Können wir traden? Ich nenne dich jetzt einfach mal Schnee. Leider nein. Es tut mir leid, dass wir können leider nicht traden. Weil man kann nur mit... Oh Gott, come on, geh weg. Geh weg mit deinem Sumpex. Man kann halt nur mit Leuten traden, die halt in deiner Nähe sind. Also 100 Meter ist aktuell die Trade-Distanz. Das heißt, man müsste spoofen, um zu traden, und das kann ich leider nicht machen, weil ich will meinen Account nicht riskieren, dass er gesperrt wird, deswegen kann ich da nicht mit dir tauschen. Und in Pokémon Go ist es ja so, dass das ja, wenn man noch nicht befreundet ist oder gerade erst befreundet ist, zu teuer wäre zum Traden. Also da müsste man erst ein bisschen mehr besser befreundet sein, aber ich biete ja immer den Leuten an, falls es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dass es sich lohnt und ich irgendwie auf einem großen Pokémon Go Event bin und ihr meine Freundesliste seid und ihr auch zufällig da seid und wir Glücksfreunde sind, dann können wir natürlich da an dem Tag, wenn man sich da zufällig über den Weg läuft, gerne tauschen. Das ist halt so. Da habe ich kein Problem mit, weil man kann an dem Tag ja, glaube ich, meistens immer 6 Spezialtausche machen. Und deswegen bietet sich ja immer dann an, dann kann ich natürlich dann, wenn ihr da seid und mich trefft, wie gesagt, entsprechend. Nein! Ich hätte die Drachenklaue machen müssen, der hat schon wieder seine Attacke ready. Tauschen, das habe ich halt mal so angeboten. Leck mich doch, Sumpex! Mann, sorry fürs Rumschreien, aber ich hasse das Sumpex gerade. Aber hey, ich liebe gerade das Glurak, dass der einfach die Aquaobitze getankt hat. Was war das letzte Pokémon? Fuck. Wir brauchen die. Wir brauchen. Nein. Oh Mann, ey. Okay, jetzt kann ich ein komisches Troll-Fun-Team da spielen. Junge. Nein, ich kann ein Fun-Team nicht spielen, weil ich den Kampf gewinne. Oh Mann, und der Typ schreit einfach sinnlos hier rum, aber der hat hier Emotionen. So, hab ewig nicht mehr Pokémon Go gezockt. Schule, Freunde, etc. Alter, alles gut. Kein Stress. Ne? Ich bin ja froh, wenn ich einige von euch ab und zu mal hier sehe. Die meisten, die sehe ich halt nur einmal im Livestream und dann sehe ich die nie wieder. Das ist halt so. Aber von daher, cool. So, jetzt nochmal hier anstrengen. Nämlich, jetzt hier, letztes Match, letzter Kampf. Und ich möchte jetzt gerne einmal bitte den Sieg für die Pokémon begegnen. Und dann will ich was Cooles kriegen. Irgendwas, was mich freuen lässt, was mich jubeln lässt. Und tut mir leid, wenn ich so komische Freu- oder Nicht-Freu-Geräusche mache hier. Aber bei Pokémon Go PvP bin ich immer mit Leidenschaft dabei. Es tut mir leid.
Weil ich da mal manchmal ein bisschen am Verzweifeln bin, wenn es gerade schlecht läuft oder nicht schlecht läuft, weil ich mich halt freue, wenn ich so denke, oh, geil. Hab auch inzwischen durch Level 40 erreicht, aber seitdem bei mir nichts mehr los, ja. Kann ich verstehen, kommt immer drauf an, wie es läuft, ne? Nerviges Palkia am Start. Alles in Ordnung, passt schon. Ich bin fleißig dabei und versuche gerade fleißig auf Level 45 zu kommen. Zieht sich irgendwie wie Kaugummi gefühlt. Aufgaben schon erledigt dafür, aber die Erfahrungspunkte fließen nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Aber passt schon. Ich kann ja morgen wieder ein bisschen am Sonntag wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln, weil da ist ja wieder der feine Community Day. Da werde ich ein paar, mal gucken, ob sie ins Video schaffen oder nicht. Ich will eigentlich nur eine Stunde spielen, das reicht mir, um das Ticket im Video zu machen. Leider habe ich persönlich am Sonntag nicht so viel Zeit, deswegen schauen wir mal, ich will halt mein Video dann fertig haben, dass es am Montag hochgeladen ist. Noch nicht, ich bin noch auf 44, ne? Ich bin dabei, auf Level 45 zu kommen. Und ich bin gefühlt langsam, irgendwie die ganzen anderen YouTuber, die großen Pokémon-YouTuber, sag ich mal so, die haben wir schon längst Level 50 erreicht. Ach so, ja, ich habe gerade keinen Plan, was ist alles gut. Wie gesagt, Sonntag ist Community Day mit dem wundervollen Kiesling. So, und jetzt, oh nein, nicht schon wieder Sumpex. Geh nach Hause, Sumpex. Ich muss auf Lower Kanal gehen und einfach schilden, aber der wird sehr wahrscheinlich mich komplett hops nehmen, über den Strauch ziehen. Über den Strauch ziehen, genau. Sagt man doch gar nicht so. Fühle mich gerade so klein. Bin nur, alles gut, kein Problem. Ja, passt schon, bis trotzdem. Ja, ich weiß. Aber sehr wahrscheinlich bin ich der Einzigste oder der Einzige. Ich weiß nicht mal, was richtig ist. Ich mache das immer so falsch. Junge, nein, Sumpex! Weil von den Aktiven, die Pokémon Go Videos regelmäßig hochladen, bin ich, glaube ich, der mit dem geringsten Level. Schade, Glurak. Wow, eben so eine Aquahubitze getankt und jetzt das hier. Schade, keine Pokémon-Begegnung. Genau. Aber Sternstaub und eine Ladeterm und nicht Rang 17, schade. So, wir müssten ja noch einmal kämpfen. Ja. Kann ich verstehen, aber das kommt dann sehr wahrscheinlich erst Montag online. Also Montag. Der Spiel Sonntag, den Community Day, macht das Video und dann ist das dann Montag online. Könnt ihr euch am Montag anschauen. Und ich versuche jetzt, also wenn ihr Lust habt, jeden Freitag, wenn es meine Zeit erlaubt, oh, Primarine, werde ich natürlich entsprechend dann die neuen Cups, die jetzt in der Season anstehen, mit euch gemeinsam streamen. Und natürlich werde ich auch die beiden Kampftage mit euch zusammen streamen. Wobei ich bei dem einen, mal gucken, die sind ja meistens die Events immer von 14 oder 11 bis 14 Uhr. Dann werde ich natürlich das machen. Niklas, mein Team. Ja, aber erst, wenn ich keine Chance mehr auf die Pokémon-Begegnung habe. Was hat er jetzt eingewechselt? Was wollte ich gerade sagen, genau? Ich weiß aber jetzt nicht gerade, ob das immer beides 11 bis 14 Uhr ist. Einmal gibt es ja diesen Bromley-Kampftag und einmal gibt es diesen Tag, wo man nur Miltanks aus den Begegnungen bekommen kann. Und da muss man halt wirklich nur in der Eventzeit spielen. Deswegen, wir schilden mal. Freue mich schon. Ja, danke. So, er hat einen längeren Text geschrieben. Muss ich mal kurz in meinem Auge versuchen zu lesen. Habe ich meine Schwierigkeiten. Er schreibt, ich hau dann mal wieder ab. Ich schreibe noch ein bisschen mit meiner Freundin. Schönen Abend noch und streamen noch. Ja, wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Wie viele Matches wir noch machen müssen. Und wie erfolgreich wir sind oder nicht erfolgreich wir sind. Wir sehen es gleich. Wir schauen mal. Ich habe nicht mitgezählt, in welchem Set ich jetzt bin. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber wir haben schon mal seinen Gyarados besiegt und jetzt hat er ein Glaciola. Ich sollte schnell auf... Okay, ich wollte eigentlich auf Glurak wechseln, aber da hat Glaciola mich schon besiegt. Und dann wirst du erstmal hier brennen. Ich muss
glaube ich, schilden. Ich habe keine Ahnung, was Glaziola kann, ob das gut gegen Lurak ist. Jojo, viel Glück, hau rein. Ja, danke. Dir auch viel Spaß in der Folge, oh Gott. Nerviges Primarine. Raus, da. Ach so, ich muss euch noch was zeigen. Das kann ich ja gar nicht im Video zeigen, weil ich das nicht aufgenommen habe. Weil, ich so einfach so, ja, es ist einfach nicht aufnehme sowas, wenn sowas passiert. Das zeige ich euch gleich noch. Also kriegen nur die das mit, die hier den Stream verfolgen. Ich habe nämlich ein 100er, ein neues 100er gebrütet. Und weil es ein nicht aufnehmbares Ei war, fuck, was mache ich da für einen Scheiß? Also ich nehme halt die 2 und 5 GM Eier nicht auf. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Ei das war. Fuck. Rotz, nein, ich habe voll verschissen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe falsch gespielt gerade. Hätte direkt auf Lower Kanonade gehen sollen. Shit. Das war dumm. Ich dachte, Drachenklaue reicht, aber passt schon. So, genau, ich zeige euch nur kurz einmal schnell. Ausgebrütet, genau. Oh. Dann nicht so, dann suchen wir so. Flammiau. Da. Das habe ich bekommen am 10.09. Oh, schon vor 6 Tagen ausgebrütet? Lul. Das wäre viel kürzer gewesen, aber okay. Warte mal. Fundatum, kurz einmal sortieren. Das ist das, ja. Lul. Das kann auch gar nicht sein, das Datum stimmt doch nicht. Ach so, am 15. ausgebrütet und am 10. habe ich das Ei bekommen. Alles klar. Genau. 100%, damit ihr mir noch glaubt. 100% Flammiau gebrütet. Yay, nice. Nur so als kleiner Hinweis. Was ihr jetzt einmal auch gesehen habt, das kann man halt nicht im Video zeigen, weil das, ich habe es halt nicht, ne, entsprechend. Entwickelt es doch. Werde ich sehr wahrscheinlich dann zum Seeder entwickeln. Damit der auch direkt, ohne dass ich irgendwas ausgeben muss, an TMs seine Attacke bekommt. Seine Seeder-Attacke. Weil, wenn er dann seine Event-Attacke Dark Larika, oder wie das ausgesprochen wird, bekommt, wäre es natürlich optimal. Deswegen werde ich das dann erst entwickeln, wenn er seine Event-Attacke bekommt und so lange aufheben. Und da haben wir schon wieder ein nerviges Garados. Deswegen. Aber ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Weil das ist ja auch was Besonderes. Aber wie gesagt, ich nehme halt keine 5 und 2 Kilometer Eier auf. Weil meistens ist eh nur Schmutz drin. Und dann muss ich das halt irgendwie so anders zeigen. Wenn da mal ausnahmsweise ein 100er oder ein Shiny drin ist, dann mache ich das halt so. Weil am liebsten zeige ich euch halt die 12er und die 10er Eier. Wobei die 12er Eier sind bei mir verflucht. Noch kein einziges Molunk bekommen. Und so. Und auch noch entsprechend kein... kein gutes daraus bekommen gefühlt. Immer kriege ich nur Lavita irgendwie. In jeder 12er Ladung ist mindestens ein Lavita dabei. So traurig. Aber wenigstens bei der letzten 10er Ladung beim GoFest, glaube ich, war das, wo ich da die 10er gebrütet habe. Oder was war das für ein Event? Ich weiß nicht mehr, welches Event das war. Irgendwie, auf jeden Fall, habe ich da entsprechend dann ein wundervolles, tolles Mini-Rast bekommen. Genau, Mini-Rast. Mann, Garados, du nervst mich. Deswegen. So, Garados wurde besiegt. Ach, come on. Ein Rex Blizzard, keiner kann wie dieser. Irgendwie schreibe ich nur rein, aber die anderen haben da auch zwischendurch geschrieben. Ja. Die Coca-Cola ist aber leider schon wieder gegangen. Das ist halt natürlich leider so. Kann man leider nichts machen. Oh Gott, was kommt jetzt? Nerviges Zoom-Pax. Aber passt schon. Ich weiß halt nicht, wer noch alles da ist. Der kann natürlich gerne was reinschreiben, damit wir einmal hier wissen, wer noch da ist. Ich kann nicht wechseln. Ah, nervt doch nicht. Zoom-Pax. Ich hasse Zoom-Pax. Ich hätte kein Zoom-Pax-Konto. Aber wenn ich einmal dann einen mit reinnehme, wenn ich zum Beispiel selber mit Rex Blizzard spiele, dann... wird es so sein, dass die Leute dann
keinen Sumplex mehr spielen und dass sie einfach nur noch Glurax mitnehmen. Also egal, was man mitnimmt, egal wie, das ist eh immer falsch. Lull. So, dann einmal hier, zack, 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 zack. Ich hasse das. Ich hasse das gerade, das Rigsby-Sar. Ich will doch nur den Sieg haben. Ich will doch nur den Sieg haben, Leute. Ja, sollen wir doch einfach nur den Sieg hier gönnen. Oh nein! Ja, jetzt war wow, danke dafür. Ja, was soll der bitte schön machen jetzt? So. Oh Gott. Ich weine. Und gute Chancen für dich, Quake. Das Team, was du vorgeschlagen hast, das LOL-Team, genau. Das Troll-Team, ich nenne es mal Troll-Team, wird vielleicht gleich gespielt, weil wegen... Ich habe gleich keine Chance mehr auf die Pokémon-Begegnung. Deswegen... Schauen wir mal. Wir schauen mal, gucken wir mal. Und dann wird es schon irgendwie, hoffentlich. Dann. Ja. Müssten wir ja jetzt theoretisch jeden Kampf gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf unsere Pokémon zu haben. Und wir hatten heute noch gar keine. Weil irgendwie. Ja, ich sag ja, ne? Hyperliga ist nicht so mein Fall. Und der Wettercup wird halt in der Hyperliga ausgespielt. Deswegen, das ist mein Kryptonit, deswegen habe ich ja gesagt, schreibt gerne rein, was ist eure Lieblingsliga? Super, Hyper oder Meister? Und ja, was ist eure Nicht-Lieblingsliga? Ich bin Meisterliga-Fan, weil es da immer gut lief. Und ja, wir schauen mal. Nicht chillen. Wir gucken mal. Wir schauen mal, oh Gott. Nerv doch nicht, Sumpex. Naja, wenigstens das. Dein Angriff ist schon mal gesenkt. Ich werde nicht chillen. Warum sollte ich auch? Ach, come on. Geh woanders nerven, Sumpex. Aber jetzt ernsthaft mal, ne? Das nervt mich hier gerade. Ihr kriegt mich halt nicht down, das ist halt so traurig. Sumpex kriegt mich halt nicht down. Und wir kriegen sogar nochmal einmal einen Eissturm durch. Ja moin. Ja moin. Und ich habe nicht mal einmal geschildert. Und der hat halt gefühlt 4 Attacken oder 3 Attacken gesetzt. Wow, er schildert nochmal. Atmurai gegen Atmurai. Jo. Welches Atmurai ist besser? Meins ist besser. Ich gehe aber auf die Aquaobitze, weil die mehr Schaden macht, glaube ich. Oh. Okay. Ja, dann gehe ich lieber auf die Kalkklinge. Wieso ist er so krank aufgeladen? Ich weiß nicht, warum er so krank aufgeladen ist gerade. Ja, okay. Aber das ist gut, das ist gut. So, jetzt werde ich einmal schilden. Wir müssen ja schilden. Und dann werden wir schön die Aquaobitze machen. Und hoffentlich genug Damage drücken, dass unser Gegner hier Angst und Bange wird. Und er sagt so, ja moin, danke, yay. Zack, 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 zack. Besiegt, das ist doch schön. So, jetzt hat er noch seinen Sumpex mit halber Kraft. Ich weiß nicht, was kommt. Ich hoffe, es war kein Fehler zu schilden. Ich weiß nicht, was das letzte Pokémon ist. Bitte irgendwas, wo Glurak gegen gut ist. Oder Atmurai gegen gut ist. Und das ist ein Palkia, okay.
Ich gehe lieber mal so auf die Drachenklaue und hoffe einfach, dass das klappt und wir einfach den irgendwie mit meinen sehr fiktiven Attacken mit der Drachenklaue, mit einfach fabelhaft, einfach da hops nehmen. Genau, wir haben es geschafft. Wir haben es besiegt, weil ich kann dann einfach bei Atmorei auf die, ich weiß nicht, was ich jetzt aufgeladen habe, einfach drücken schnell und dann hoffen, dass der nichts macht und dann haben wir gewonnen. Feuer, was? Junge! Ich hätte auch auf die Aquaobitze gehen können. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, auf die Kalkklinge zu gehen. Die macht halt weniger Schaden. Reicht das? Nein! Nein! So knapp, Mann, ey. So, ich weiß nicht, ob der Quake noch da ist oder nicht, aber es sieht halt so aus, wir können keine Pokémon-Gegner bekommen. Das heißt, wir können sein Fun-Team jetzt mal spielen. Er hat geschrieben, wir machen das nur, weil wir jetzt keine Chance mehr haben und ich die Liga halt anders reinholen kann. Was wolltest du sehen? Galoppa, Totok und... Was war das letzte? Muss ich nochmal hochscrollen hier. Glurak, okay. Dann nehmen wir aber jetzt mal das Shiny Glurak mit. Einfach, weil wir es können. Und dann, let's go. Ich hoffe... Mann, ey, scheiß Husten. Ich werde einfach den Husten irgendwie nicht los. Ich hoffe, du weißt es sehr zu schätzen, dass ich das Team mit extra spiele für dich. Oh, einen auf Rang 18. Oh, Kappa 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 Loris. Kappa 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 Loris. Wasserpflanze. Oh, Quapo, 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 Quapo. Quapo, Quapo, Quapo. Oh, das ist nicht mal mein Gutes. Das ist mein Totok, was ich als Mega-Totok in der Superliga gespielt habe. Superliga. In der Meisterliga, als die Mega-Pokémon verfügbar waren. So, 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 so. Einmal schön die Aqua-Hobitze. Aber, ich weiß gar nicht mehr, welcher war denn überhaupt besser. Das ist schon wieder so lange her. Ich hoffe, das gibt's nochmal bald. Dass man nochmal mit dem Mega-Pokémon spielen kann. genau. So. Ich hatte nämlich beide getestet. Totok und Gyarados habe ich angespielt. Ich weiß noch nicht mehr, welchen von euch beiden besser fand. Ich glaube, ich fand Totok besser. Ich muss schon wieder schilden, nee, das ist so traurig. Weil der Wuchtschack würde mich halt komplett hops nehmen. Aber ey, wenn wir jetzt gewinnen, Ehre geht raus an dich, Quake. Ehre geht raus. Ja, der schildert halt die Sau. Ich krieg halt nichts nochmal hin, oder? Krieg ich nochmal? Ne, krieg ich nicht. Quapo ist halt nervig in dem Cup hier. Oh! Oh, Kacke. Ah, so, der kann die Trollladung, okay. Ja, die lädt halt nicht lang genug, schnell genug auf, weil ich keinen Einstand, glaube ich, auf dem Spiele als Attacke. Wir sind halt hier komplett beschränkt, was das angeht. Nee, keine Chance. Mit dem Team sage ich ja, Zweimalfeuer ist halt dumm, blöd und bescheuert. Es kommt natürlich Siedewasser und der nimmt mich halt komplett hops. Und dann kommt mein Shiny Glurak mit Feuerodem. Und dann kommt ein Lantern, was einfach... Oh, ich glaube, der Gegner ist eingefroren. Dann hat er gar keinen Schaden gefühlt. Aber wenn wir gewinnen, ja, ist okay. Wieder im Fun-Team gewonnen. Ja, ich glaube, der Gegner hat kein Internet. Weil er keinen Schaden macht gerade. Oh, der muss sich so ärgern. Der muss sich so ärgern. Der hat einfach instant gewonnen. Und hat dann einfach kein Internet. Oder keine Serververbindung oder was auch immer. Aua, das tut weh, aber hey. Oh, er hat aufgegeben. Nice. Das läuft. Oh, Togedemaru. Hallo. Leider gibt es das nicht als Shiny, aber trotzdem müssen wir alle mitnehmen. Die Bonbons sammeln. Weil wenn wir den benutzen wollen und pushen wollen, dann brauchen wir Bonbons. Ne? Ist ja klar. Ohne Bonbons kein starkes, dickes Togedemaru. Zack, zack, zack. So. Genau, wir sind aber schon bei 31. Ja,
Noch ein bisschen Bonbons sammeln. So, dann weiter. Und dann nächstes. So, dann einmal bitte. Gegen Pickelchen 99. Oh, was für ein Name. Und du hast Wallreiser in Krypto. Nerv doch nicht mit so einem Pokémon. Hab mir gerade Chips geholt. Wann mein Team? Du hast es schon verpasst. Wir haben es eben schon gespielt gerade. Und haben damit gewonnen sogar. Weil der Gegner kein Internet mehr hatte und danach hat er aufgegeben. Lull. Wie lange warst du bitte schon Chips holen? Jetzt ohne Spaß, ne? Wir haben es wirklich gespielt. Ich verarsche dich jetzt gerade nicht. Ich verliere aber schon wieder. Weil ich kann nichts machen gerade. Ich will auch nichts gerade dagegen machen hier. Gegen. Also nicht meine Schilde verschwenden für Nice-Speer. Ja, ich hab's wirklich gespielt. Kann man ja im Livestream sehen. Wenn man zurückscrollt, dann kann man sich das nochmal angucken kurz. Ich wusste ja nicht, dass du weg warst. Jetzt ernsthaft, ich wusste wirklich nicht, dass du weg warst. Gehe ich auf Glurak? Ich gehe auf Glurak. Glurak. Ja. Ich hoffe, Erdbeben juckt halt nicht, ne? Ganz sicher. Warum sollte ich dich anlügen? Kannst du mal aufhören rumzunerven? Weltreiser. War noch kurz bei Aldi. Ach so. Du bist dafür ausgelaufen. Ich dachte, irgendwo in der Küche oder so geholt. Lull. Ja, sorry, wusste ich ja nicht. Oh nein, Lamus. Wie traurig ist das denn bitte schön hier? Wir verlieren schon wieder. Wow. Okay, seine Schilde sind weg. Jetzt wäre natürlich so ein Philander-Schild von Natmoraine, um den da einzusetzen. Okay, wir müssen aber auf die Aquahaubitze gehen. Habe Chips frisch vom Baum gepflückt. Ja, moin. Genau, Chips wachsen auch auf Bäumen, ne? Ich hab verloren. Ah, es ist so traurig. Mann, ey, das läuft gerade wieder nicht. Eisstrahl, okay. Oh. Come on. Ah, ich hab noch. Er hat noch 3 Pokémon, ich hab keins mehr. Also, ich hab verloren. Weil der hat dann sein einziges Mal mit volles Leben. Volles Leben, eins volles Leben Pokémon noch. Ja, no chance. Aber es wird nochmal spannend. Aber. Es ist ein scheiß Impoleon. Also, er hat ein nerviges Team, aber wenn einer mit einem. Ja, okay, Elektro-Pokémon. Welche Elektro-Pokémon will da schon was ausrichten? Was es gibt? Gibt's kein gutes. Also kann er nichts machen. Wenigstens ein Sieg. Sagt unsere Biolehrerin. Ja, wow. Ich hätte dir einen Vogel gezeigt. Wenn die sowas sagen würde. Naja, macht man nicht. Und wir sind durch für heute. Das war's für heute. Perfekt. Wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege ich jetzt geholt habe. Wir können ja mal kurz reingucken, wie viele ich noch bräuchte. Ich bin noch bei 32 Siege muss ich noch holen. Okay. Hoffentlich kriegen wir das dann hin. Und dann sage ich auf jeden Fall schon mal, Leute, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und hoffentlich dann bis zum nächsten Video oder Livestream. Ciao, ciao.